Wenn du vorhast, uns alle in die Leere zu stürzen, hoffe ich, dass du dir sicher bist. War das nicht deine Idee? Den eigenen Weg finden, oder? Schwachsinn. Er ist hier über den Rand getreten und der Eintrachtsstein hat ihn geschützt. Bereit? Bereit. Tja, wenn es sein muss, Freunde, es war mir eine Ehre. Hab Vertrauen. Das ist unglaublich! Ich dachte, da wäre eine Brücke! Wie kann mir ohne Magen nur so schlecht werden? Ach komm, das war großartig. Da. Der Turm. Ich wusste, dass hier unten was ist. Unglaublich. Wie versteckt man etwas, das in allen Welten existiert? Wirf es aus allen Welten in den Raum dazwischen. Raffinierter alter Tier. Ist Jötunheim auf der anderen Seite? Das kann nicht sein. Man geht nicht einfach durch Vanaheim zum Midgard-Gipfel. Aber wie benutzen wir ihn? Lasst uns einen Blick reinwerfen, aber passt auf. Tiers kleine Prüfungen sind nie so einfach, wie sie scheinen. Ist mir aufgefallen. Ziemlich spärlich. Der Sockel. Was ist das? Oh nein! Der Stein ist fort! Der Turm! Er absorbiert die Energie des Steins. Irgendwas passiert. Bewegt er sich? Er bewegt sich! Er weiß, was zu tun ist. Der Stein hat seinen Zweck erfüllt. Wir erfüllen Tiers Zauber. Was geschieht jetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber schlimmer als der Fall eben wird es bestimmt nicht werden. Oh nein, das hier ist beträchtlich schlimm. Er will! Von hinten! Bereit! Gut, dass das vorbei ist. Sind wir jetzt? Oh, das ist Alfheim. Ohne Uta! Roma! Ja, Vorsicht! Ich brauche mehr Zeit! Ich weiß es nicht. Oh nein! Sind wir wieder in Hehl? Oh je, da kommen sie. Super!
Aber wo sind wir? Da, wir sind wieder in Midgard. Da ist die Brücke. Geschafft! Der Turm ist wieder an seinem Platz. Jetzt kann uns Tyrs Weltenkammer nach Jötunheim bringen. Wie hat Tyr das gemacht? Odin vermutete, dass die Riesenreste der urzeitlichen Jötner Erschaffungsessenz besaßen. Das Zeug, aus dem alle Welten gemacht wurden. Der Eintrachtstein wurde wohl auch daraus hergestellt. Ihn einem Außenstehenden anzuvertrauen, auch wenn es Tyr war, zeigt ihre Verzweiflung. Und sieh, jetzt können wir endlich alle Feuerschalen anzünden und sehen, was geschieht. Also dann, die letzte. Göndul! Ha, wäre im Kampf gegen die Königin nicht schlecht gewesen.